Hi zusammen, Farbstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Fang-Champion-Guide mit einer kleinen Zeitnot. Equip ist alles. Ja, warum sage ich das so explizit? Wir haben oft das Problem, dass viele Spieler neue Champs oder neue Champs bekommen und denken, boah, jetzt muss es laufen und dann läuft es trotzdem nicht. Denn der beste Champ nutzt nichts, wenn das Equip scheiße ist und oder Mist ist. Und aus diesem Grund eben dieser kleine Fun-Guide, um mal zu zeigen, dass man auch mit einem Ankommen ja doch schon ordentlich was machen kann und vor allen Dingen manche Spieler ärgern kann. Um wen geht es denn heute? Wir reden von den dunklen Elfen Ankommen ganz unten links über die Scharfschützin. Die Scharfschützin hat sehr gute Multiplikatoren, sie hat nur zwei Skills. Gehen wir erstmal allgemein über sie drüber. Sie ist ein ungewöhnlicher Angriffsheld, das sage ich selten, von der Fraktion Dunkelelfen und der Affinity Blau, also Magie. Ihre Bewertung, sieht man schon, ist relativ gut. Das liegt einfach daran, dass sie von jedem am Anfang bekommen wird, automatisch. Und man sie wirklich Stück für Stück hochziehen kann und mit ihr spielen kann. Muss nicht, man kann, wenn man Spaß haben will. Einfach nur Fun. So. Die A1 greift den Gegner zweimal an, also Doppelhit, bietet eine Chance von 15% auf einen kritischen Treffer, also eine Zusatzchance, und mit jedem kritischen Treffer füllt sich das Rundmeter dieses Champion um 15%. Das heißt, für diesen Hit bräuchtet ihr eigentlich nur 85% Crit-Quote sozusagen. So, dann haben wir die A2, greift alle Gegner zweimal an, bietet eine Chance von gebuckt 25% für eine Runde den kleinen Geschwindigkeitsverringerer Debuff zu verleihen. Die Genauigkeit habe ich hier in dem Fall ignoriert, weil die Chance mir einfach zu gering ist, dass der applied wird. Ihr könnt natürlich mit Genauigkeit spielen, um diesen Geschwindigkeitsverringerer zu applyen. Er hilft. Ja, da ihr einen Doppelhit macht mit 2x25% Chance. Ja, der Skill ist auf 3 Runden CD gebuckt. Das Schöne ist, der Skill auf Cooldown kommt relativ früh. Ja, also der kriegt relativ früh 3 Runden. Ihre Base-Werte, LP ist wahnsinnig niedrig. Der Angriff ist sehr gut. Defense ist wahnsinnig niedrig, Geschwindigkeit ist okay und der Rest ist wie immer so lala. Wozu führt das? Das führt dazu, dass sie eine Glaskanone ist, die Schaden machen kann. Und dann gehen wir doch mal auf meine drauf, um zu zeigen, wie ich sie equipped habe. Meine Endstats aktuell sind ohne Wildset, ohne grausames Set, weil ich finde das dann doch ein bisschen übertrieben. Wir haben nur versucht, gute Werte zu machen. Die Werte, die ich jetzt geschafft habe, sind knapp 4000 Angriff, also 3,9. Sehr langsam, Crit-Quote 100%, Crit-Schaden 285. Und der Rest völlig ignoriert. Wobei man natürlich sagen kann, Genauigkeit wäre jetzt kein Fehler, wenn man jetzt sagt, man nimmt den Genauigkeitsbanner für sie mit. Ja, wir verlieren dann bloß ja, ein bisschen Angriff. Das wollte ich jetzt nicht. Und noch mehr Speed. Wir sind schon sehr langsam. Das war der Grund, warum wir das dann so gelassen haben. Oder ich so gelassen habe. Bei den Masteries Ziehharmonika runter zum Helmsmasher. Und hier die Chance auf den Gegenangriff. Wobei es hier rein drum geht, nehmt bitte alles mit, was Schaden macht. Bei den Masteries, Moment, damit jetzt jeder sieht, was wir da ausgewählt haben. So, da seht ihr das. Das sind die Masteries. Ja, bei den Masteries, aber geht wieder darum, alles mitzunehmen, was Damage steigert, vollen LP, Damage-Steigerung, angerichteten Schaden für den ersten Damage, ersten Treffer steigern, runter zum Helmsmasher. Das ist eigentlich, ja, ganz normales Standardbild, nichts Besonderes. Warum nenne ich das jetzt Fun Guide? Natürlich ist das jetzt ein bisschen nicht ernst gemeint, was wir hier machen. Kein Mensch würde, wenn er so weit ist, das machen. Aber ich will euch mal zeigen, ein bisschen so synergiebehaftet und equip, was das ausmacht. Ich spiele jetzt extra beim Drachen mit Free-to-Play-freundlichen Champions, die doch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit jeder haben wird. Und der Drachen 20 ungefähr mal erreicht. Wir haben Draconis. Oh, jetzt habe ich ihn weggemacht. Wir haben da Draconis, der. Ja, doch einen guten Base-Speed hat, gute LP und ein relativ interessantes Kit mit Shield und Heal und guten Schaden. Dazu komme ich in einem getrennten Guide. Dann haben wir Schlachtmaid mit Defense Decrease AOE, kann man in jeder einer Kampagne bekommen. Wir haben unsere Scharfschützin, die jeder bekommt am Anfang automatisch und sehr häufig droppt. Und wir haben Draconia, die auch jeder häufig bekommt oder jeder sofort bekommt, weil es ist eine Daily Login-Belohnung Tag 270, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder 100, nee, 240. 180. Ist egal. 180, 270 war ja V6 der Schrottchamp. Und dann 90 Tage davor, dann sind es 180. Genau, also nach 180 Tagen bekommt jeder Draconia. Sie ist ein sehr guter Champ. Wir nehmen sie mit, falls doch mal jemand stirbt, dass er wiederbeleben kann. Und wir haben Eisige Benji für Gift. Wer Eisige Benji nicht hat, kann aber auch ein Kael mitnehmen und ihn mit Genauigkeit mitnehmen. Meiner hat jetzt bloß 129 Genauigkeit, deswegen kann ich ihn jetzt nicht spielen. Deshalb nehmen wir unsere Eisige Benji mit. So, dann lassen wir das Ding einfach mal laufen.
Dann gucken wir mal und dann sehen wir gleich, was sie für ein. Also wir stunnen jetzt hier, versuchen mal zu stunnen. Dann kommt AOE Defense Decrease und jetzt Schild und sie kommt dran mit ihrem AOE. Und was macht sie an Damage? 50k ungefähr, das ist doch okay für ein Ankommen. So, dann werden wir den Kampf jetzt einfach laufen lassen. Wie gesagt, sie fällt beim kleinsten Husten um. Also nicht wundern, wenn man sie mitnimmt, müsst ihr euch bewusst sein, dass ihr entweder was zum Wiederbeleben habt oder was mitnehmen, um sie zu schützen. Sei es durch einen Stun, sei es durch Heal, sei es durch, ja, was auch immer. Wie gesagt, sie fällt um. Wem das zu gefährlich ist, der kann natürlich auch sagen, okay, dann nehme ich lieber ein oder was ist die Substats mehr auf LP-Prozent, dass sie doch ein bisschen mehr LP bekommt, denn die Defense ist mit 700 schon sehr niedrig. Die hochzukriegen wird wahrscheinlich unmöglich sein. Oder was heißt schwer sein? Nicht unmöglich, aber schwer. So, jetzt haben wir die erste Wave nach 56 Sekunden geschafft. Ich weiß, top Zeit. Es geht aber darum nicht, sondern es geht einfach darum zu zeigen, was Equipped mit einem Ankommen machen kann, dass er trotzdem Champion Damage machen kann. Er wird hier auf jeden Fall getötet. Da sieht man es, war jetzt einfach vom Damage her so. Aber sie wird ja wiederbelebt von unserer Draconia, die jetzt mit verbündeten Schutz versucht, sie am Leben zu halten. So, sie macht, wenn sie drankommt, haut sie natürlich gut rein. Und dann ist natürlich das nächste ist, wir spielen jetzt ohne Angriffssteigerer und ohne jetzt Speed zu geben und ohne da irgendwie groß, man kann den Damage noch steigern mit Angriffssteigerer. Natürlich, wenn jemand auf Angriff basiert und einen guten Multiplikator hat, dann sollte man natürlich versuchen, diesen Angriffswert auch hochzusetzen, wenn man es schafft. Da es am Anfang selten ist, dass man gute Champs hat, die einerseits Rundenmeter geben wie Gorgo Web und wiederbeleben und heilen und Angriffssteigerer-Buff geben, habe ich es jetzt extra weggelassen. Wir werden ja noch einen Arena-Fight machen, wo man dann sieht, wie das dann aussieht, wenn man dann in Arena spielt. So, wir sind jetzt hier beim Drachen-Boss, also beim Boss, dem Drachen. Dum, 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 der Damage und der Damage und der Damage und der Damage. Wir sind bei 3 Minuten. Wenn wir, wer einen PC hat und unendliche FPS macht, wird ein bisschen schneller sein mit diesem Team. Aber eins kann ich sagen, es ist 100% safe. Ich habe noch nicht gefailt bei allen Test-Runs, die ich somit gemacht habe. Und sie ist jetzt da, jetzt hat sie den hohen Schaden gekriegt. Wenn sie keine volle AP hat, schafft sie diesen Damage nicht zu überleben. Was jetzt auch nicht schlimm ist, denn sie soll nur in den Waves dann Damage machen. Und den Boss macht sowieso fast alleine unsere eisige Benji mit ihren Gift-Stacks. So, da werden wir durch nach 3,5 Minuten. Man sieht jetzt hier, eisige Benji 1,25 Millionen und Scharfschützen 1,1 Millionen. Das ist nicht wenig Damage. Schlachtmaid ebenfalls mit 1,1 Millionen. Sie ist aber auch ein Wear. Denkt dran, wir haben ja einen Ankommen-Champ. Also, funktioniert. Natürlich funktioniert sie ja in jeglichen Content. Wir können jetzt mal probieren. Das habe ich noch nicht gemacht. Wir testen das jetzt. Wir werden Scharfschützen drin lassen. Und werden unseren Team jetzt mal so machen, dass sie als starker Damage-Dealer wirklich dabei ist. Und wir Angriffssteigerer mit haben eine schöne hohe Aura. Gorgoweb mitnehmen für einen Angesteigerer-Buff. So, jetzt würde ich aber ungern Royal Guard mitnehmen. Da wir mit dem Royal Guard die Aura schon wieder ein bisschen übertreiben. Krautraxa. Genau, wir nehmen sie mit Super Squishy. Und dann nehmen wir noch Support mit, dass wir es dann auch schaffen. So, Gurptok. Genau. Das lassen wir jetzt mal. Also, wir werden Angesteiger machen. Wir machen Defense Decrease und Schwäche drauf. Jetzt kommt Gurptok, der buffen wird. Wir machen jetzt mit ihr ein bisschen Damage. Und jetzt kommt, Achtung, jetzt machen wir den AOE. Mal gucken, was sie jetzt macht. Und das war gut. 100k für ein Ankommen. 100k für ein Ankommen ist sehr, sehr gut. So, die erste Wave liegt dann relativ zügig, logischerweise. Ist jetzt auch nicht verwunderlich bei den Champs. Gurptok ist natürlich in dem Fall... Gurptok sage ich schon. Ach Gott, ich mit meinem Namen. Natürlich Drogul, unser Steinschlepper hier. Der jetzt hier super carried natürlich mit dem Schild. Wo wir beim Thema wären, wenn ihr sie beschützt,
und zwar richtig beschützt, dann kann sie auch mitlaufen als fünfter Champ. Und ja, natürlich würde es keiner machen. Van Tweegward würde nicht ein Ankommen mitnehmen. Ich möchte euch bloß zeigen, dass sie eben vom Damage her anderen Champ in nichts nachsteht. Aber sie natürlich aufgrund, dass sie ein Ankommen ist, weniger aushält als andere. Und was, das ist aber auch okay. Also sie macht jetzt mit ihrer 100k, das ist für ein Ankommen definitiv ein guter Wert. Wenn wir jetzt gucken, dass unsere Leggy mit der A1 was ich, 20% mehr Schaden macht, ist das nicht. Also sie macht, sagen wir mal, 100k und unser Leggy macht 120k, ja, oder 130. Ist doch okay. So, und dann gucken wir mal. Sie hat, Miss Annie hat natürlich den höheren Schaden als Dings, aber sie ist auch ein Leggy. Und Scharfschnitt 800.000, was völlig okay ist. Ich würde sagen, kann man verwenden als Damage Dealer. Fun, Klammer, Ironie-Modus aus. So, dann werden wir jetzt noch ein bisschen in die Arena gehen und mal gucken, ob wir da irgendwelche Leute ärgern können. Das ist mein Team. Scharfschützen. Zeig, was du kannst. So, wir werden jetzt erstmal versuchen, Draconia rauszunehmen, dass sie, oder Draconia schon ein bisschen zu removen, dass sie auf jeden Fall nicht wiederbeleben kann. Und dann werden wir, zack. Im Automodus macht sie natürlich den Tod zuerst. Das war jetzt doof. Das war jetzt wirklich doof. Da müssen wir nochmal raus. Ja, da sind wir nochmal raus. Lass mal den Gegner einmal gewinnen. Wir wollen. Im Auto versucht sie natürlich den Gegner schnell zu töten. Warum spiele ich mit Lanakis? Folgendermaßen, ihr seht schon, sie ist sehr langsam. Guckt euch das Rundenmeter an. Ja, gegenüber Madame Cerise ist sie sehr langsam. Das Schöne ist aber, wenn sie mit einem Gruppenangriff angreift, ihre A1 gibt Rundenmeter. Wenn sie crittet. Achtung, seht ihr gleich, wenn sie da steht. Zack, Rundenmeter, zweimal Rundenmetersteiger. Dadurch holt sie ein bisschen auf mit dem Rundenmeter. Und ihr könnt danach mit dem Damage versuchen, den Gegner ein bisschen zu plätten. Der Damage war das gar nicht schlecht. Wir haben jetzt einmal rot drin, dass wir diese Gegner nicht tot kriegen, ist, denke ich, klar. Rote Gegner gegen blaue Champs, vor allem Defense-Helden. Da kommt der Gegenangriff, zack, war er weg. Und zack, das war's. Ja, gucken wir mal, sie hat 200.000 Damage gemacht. Logischerweise, weil sie ihn getötet hatte. So, hier haben wir jetzt, können wir nicht spielen, weil wir haben jetzt kein Immunity-Set auf sie, auf ihr drauf. Also nochmal Rundenmeter. Wir greifen an. Wir werden jetzt versuchen, links rauszunehmen, dass wir den Damage nicht blocken können. Also zumindest mal zu reduzieren. Dann Steirer und bupp, bupp. So, die Roten haben natürlich überlebt. Wie gesagt, Leute, nicht vergessen, rote Schwäche-Affinity. Das habt ihr mit jedem Champ, der blau ist, das Problem. Das können wir aber Auto laufen lassen, denn der Gegner wird es hier nicht mehr schaffen. Also man kann, ja, man kann sie definitiv als Damage-Healer spielen. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn sie jetzt noch mit Wildzett macht und wirklich den Angriff hochtreibt und so weiter, also wirklich High-End-Equip macht. Ich glaube, dass sie dann auch noch ein bisschen mehr Schaden ist gut und wirklich bedeutend mehr Damage machen kann. Macht es Sinn natürlich nicht, weil ihr irgendwann ein Stärke, jeder Wear, der ein Damage-Healer ist, ist wahrscheinlich schon besser. Oder ist nicht nur wahrscheinlich besser, ist dann besser. Deshalb bitte das jetzt hier nicht zu ernst nehmen, was ich hier mache. Ich möchte euch nur zeigen, dass man dann doch einiges Witziges machen kann, wenn man mit den richtigen Champs spielt. So, wir nehmen sie dann gleich mal raus wegen Provoke. Dann werden wir Debuffs setzen und wir werden Damage machen. So, also man sieht, im Automodus funktioniert es nicht. Also da wisst ihr, ihr dürft im Automodus dann nicht die. Also die dürft im Automodus nicht hoffen, dass sie dann die Gegner tötet. Das macht sie dann nicht. Was aber auch nicht schlimm ist, wir werden es einfach weitermachen. Natürlich sind die Gegner hier super einfach. Man sieht es ja, die fallen ja wirklich bei den kleinsten Husten um. Ist aber auch okay. Wir wollen ja mit ihr jetzt nochmal kommen. Gehen wir mal ganz nach unten. Wen haben wir denn hier? Foli und. Also, bupp. Dann greifen wir Arbiter an. Somit füllen wir das Rundenmeter von ihr weiter auf. Arbiter ist raus. AOE Defense und Damage. Bupp. Wunderbar. Da liegt der Gegner.
Wir erneuern die Liste und holen uns neue Gegner. Natürlich alles Bot-Pages hier. Ist ein bisschen schade. Dadurch kann man jetzt nicht wirklich mal zeigen, dass sie auch ja, doch schon gespielt haben. Wir werden jetzt versuchen, den Defense-Verringer auszulösen. Wunderbar. Dann können wir den mich jetzt sofort wieder entfernen. Und sie kann mit AOE den Gegner kaputt hauen. Jo. Also man sieht schon, man kann mit ihr auch Spaß haben. Ja. Es ist funktioniert. Wie gesagt, nochmal, es ist ein Fun-Champion-Guide, um einfach mal zu zeigen, dass man auch mit Equip ein Ankommen ein bisschen, mit Ankommen auch jemanden ärgern kann. Das war jetzt einfach ein kleines Showcase. Und sie würde auf jeden Fall noch stärker sein, wenn man ihr das noch stärkeres Equip gibt. Dann wäre das Ganze noch ein bisschen übertriebener. So, dann machen wir noch einen Kampf. Mal erneuern wir mal vielleicht. Hier, jetzt haben wir mal hier, das sieht ein bisschen besser aus. Sei nicht mal zu krasse. Also jetzt haben wir, Gen hat auch noch Schildset. Das heißt, wir müssten jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Pressure machen. Das Schild nehmen wir jetzt weg und versuchen mit AOE Damage. Ja, wunderbar. Ist doch, sieht doch gut aus. Schaut euch das an. Was soll ich sagen? Ich find's einfach geil. Ich finde es irgendwie witzig, damit ein paar Gegner zu ärgern. Jetzt haben wir den Xandraphon. Xandraphon ist rot. Das werden wir vermutlich verlieren, weil zwei rote Gegner. Da wird es schwer, dass wir den Damage rausbekommen. Wir werden jetzt auf jeden Fall versuchen, erstmal Arbiter. Nein, wir sind sowieso schneller. Wir müssen Seeker auslösen, dass wir den Defense Decrease dann wegmachen können. So. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den Damage rauskriegen. Nein, wir sind noch da. Wir sind noch im Spiel. Yes! Scharfschützen vor so bin. Ja. Aber trotzdem gewonnen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir gewinnen, aber wir haben gewonnen. So, dann haben wir jetzt hier. Haben wir schönes Leggy-Team. Wir kommen. Hä? Hört sich gut an. So. So, Arbiter ist weg. Wir setzen Defense Decrease und wir setzen Damage. Wunderbar. So. Ist doch ein schönes Bild. Mit diesem Bild. beenden wir das jetzt hier. Es soll einfach zeigen, ja, wie schon tausendmal gesagt, Equip ist alles. Also, Guys, in diesem Sinne. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Fun-Guide-Thema gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Stream. Bis dann, euer Farbtop. Ciao, ciao.